Ja. Wo bitte? Was machen wir jetzt? Erstmal ein wunderdreckiges kein Danke, dass ihr so viele Kommentare reingepostet habt, Junge. Richtig hart. Ich habe mir auf jeden Fall gar nichts davon durchgelesen, aber was ich gesehen habe, ihr wollt, dass ich dieses Fahrzeug tune und nicht zerstöre. Und das werden wir machen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ich habe Bock darauf, weil dieses Kfz kann, Moment, von so einer dreckigen Schleuder zu so einer Drecksschleuder umgetunt werden. Tada! Krank, oder? Alter, als ich das gesehen habe heute Morgen, ein Abonnent hat mir das zugeschickt. Ohne Scheiß jetzt, sowas finde ich und feiere ich viel, viel mehr als neue Autos. Da öffnet sich sogar ja bei mir die kleine Öffnung von meinem After so ein bisschen. Ja, ich mache jetzt einen Test und während dem Test kann ich ja mal so erzählen oder euch fragen, was man so an diesem Kfz so machen kann. Und bevor ich das mache, ach so, eine Sache noch, bevor ich das mache. Zwei Sachen. Erstmal Zerstörungsvideos. Die Zerstörung geht weiter, Bro. Denkt ihr, ich höre auf mit den Zerstörungsvideos? Das wird natürlich noch krasser. Bro, ich bin noch erst am Anfang. Was noch geplant ist, ich habe heute ein Auto gekauft. Ja, einfach so. Auto gekauft, Donnerstag Zulassungstermin wieder. Es wird ein, lasst euch überraschen, was es wird. Am Donnerstag oder Freitag werde ich das neue Auto präsentieren und danach komplett zerstören. Und es ist mir scheißegal, was ihr diesmal sagt. Dieses nächste Auto werde ich nicht tunen, egal was ihr sagt. Die zweite Sache, die ich erwähnen wollte, war, hat jemand eine Werkstatt? Offenbach, Frankfurt, irgendjemand eine Werkstatt, die ich benutzen kann? Natürlich werde ich dafür keine Werbung machen und keinen Cent bezahlen. Schreibt mir auf Gram Insta, bitte schreibt mir auf Gram Insta. Ich suche eine dreckige Werkstatt. Ansonsten fangen wir an mit dem Test. Handschuhfach mit Knopf 95. Digga, Baujahr 95. Luxuriöser geht das nicht. Dann haben wir hier ein schmackhaftes Schiebedach, was ich tausendmal schon erwähnt habe. Ihr wisst langsam Bescheid, Alter, was das Auto alles hat. Aber ich muss es nochmal erwähnen. Es ist einfach ein Highlight, das immer noch funktioniert wie am ersten Dreckstag. Junge. Und dann geht es weiter zu den elektrischen Spiegeln. Das ist ja das auch krank, Junge. Das ist... Ah, da, ich habe diese Seite eingestellt. Dann hier Knopf nach links, bam, und links. Oh Junge, wie laut das ist, Junge. Das Ding ist ja lauter als meine PS4, die ich nicht besitze. Ja, dann hat er das Radio, damals war das halt so, dass man Dritthersteller-Radios in die Autos verbaut haben. Und da Radios gut und gerne mal geklaut wurden, hat man sich gedacht, man macht hier so eine Funktion, wo man das Radio einfach rausnehmen kann. Bam, alte Erinnerungen werden wach. Bei mir erweckt es aber nur die Erinnerungen, dass ich mich immer gefreut habe, dass die Leute ihre Radios vergessen haben, als ich damals die Radios aus den Autos geklaut habe, 1992, Bro. Was haltet ihr davon? Jetzt passt mal auf, Junge. Passt mal jetzt auf, was ich jetzt zu sagen werde. Was haltet ihr davon, wenn ich hier einfach ein Navigationssystem reinmache? Ein Multifunktions, wisst ihr, was ich meine? Neuzeit. Bam. Ist das möglich, das zu machen? Das wäre ja richtig krank. Gut, was er nicht hat, ist eine Klimaanlage. Kann man das aber auch reinmachen? Klar, oder? Das kann man machen. Da kann man doch alles upgraden. Dann haben wir hier einen Knüppel, Bro. Dieser Schalthebel, oder wie nennt man das, Bro? Ich weiß nicht mal, wie man das nennt. Bro, ich will in die Tuning-Szene rein und weiß nicht mal, wie diese Scheiße heißt. Dann haben wir Aschenbecher. War früher so. Man hat in den Autos ganz geschmeidig geraucht. Wobei in diesem Auto... Nichtraucherfahrzeug riecht man direkt. Was haben wir noch? Das war es eigentlich im Innenraum. Irgendwas hat er noch. Achso, elektrische Fensterheber. Funktioniert aber nicht ganz so gut. Müsste man hier an der Stelle noch ein bisschen Gleitgel reinmachen. Nach oben geht es ganz geschmeidig. Bam, bam, automatisch. Habe ich aber gestern schon gesagt. Uhr hat er auch. Im Großen und Ganzen war es das, Bro. Und das funktioniert alles. Es funktioniert wirklich alles. Jetzt gehen wir raus, machen kurz die Motorhaube auf. Bam! Das ist der Motor. Vierzylinder, 318 oder 316? Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube 316, weil der zieht nicht so gut. Ich muss mal nochmal nachschauen später. 316i mit knapp 110 PS, würde ich mal sagen. Ja, jetzt meine Frage hier an euch. Kann man dieses, kann man da einen krasseren Motor reinbauen? Was für eine scheiß dumme Frage war das? Na klar kann man das, aber das kostet Geld. Ich habe gesehen im Internet, ich habe den krassesten Motor mir rausgesucht. M3 mit 300 noch was PS kostet einfach 7000 Euro. Komplett übertrieben, Bro. 7000 Euro. Aber es gibt einen 328i mit 100, ich glaube es waren 192 PS, der kostet um die 1500 Euro. Das würde noch gehen. Ja, müssen wir gucken, müssen wir schauen. Ey, der läuft so sauber. Oh, hört doch mal hin. Hört doch mal hin, seid doch mal leise jetzt, hört doch hin. Kofferraum, Kofferraum.
Bumm. Oh, die Plane. Oh shit, was ist das hier? Ah, das hat mein Kollege repariert. Hier, Kanackenreparatur. Bremslicht hatte Wackelkontakt und der hat einfach hier mit Kanacken-Style Kaugummi. Oh nein! Oh, scheiße. Jetzt funktioniert das Bremslicht wieder. Ne, scheiße, ich hab den Kaugummi. Das ist so ein Kaugummi, ein Stück von einer Kaugummipackung. Ah! Drehen, 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 drehen. 100% drehen. Ja, ich repariere. Boom, zack. Fertig. Bremslicht funktioniert wieder. Ja, was soll ich euch zum Kofferraum sagen? Bumstest nicht bestanden. Aber was wichtig ist, man kann eine Bazooka transportieren. Ja, Leute, das war's so im Grunde genommen. Und jetzt fahren wir los. Jetzt fahren wir los. Ah, hinten ist noch Kurbel. Junge, Kurbel. Kann man das auch machen? Elektrisch? Wäre auch geil. Jetzt E36 von 50 auf After. Guck mal, die Bremsen jetzt, wie stabil die sind. Sogar ABS hat er. Das ist krank. Das ist krank. Jetzt machen wir nochmal hier Slalom. Ah. Oh, geil. Oho. Oh mein Gott, ey. Stellt euch mal jetzt vor mit 200 oder sogar 300 PS. Wisst ihr, wie locker man driften könnte? Das Ding ist jetzt aber, ich kann jetzt schlecht driften, weil Handbremse geht nicht. Die haut hier nicht die volle Kraft rein. Passt auf, ich werde jetzt volle Kanne hochziehen. Muss repariert werden. Wir machen mal einen kleinen Bernie. Viel zu wenig Leistung und keine Klimaanlage, ich verrecke. Warte, ich muss euch noch mal kurz Dings präsentieren. Heckantrieb, das ist eine dreckige Assi-Heckschleuder. 3, 2, 1. Ist das geil? Ist das geil? Nochmal, noch ein einziges Mal und dann gehen wir auf die Drecksautobahn. Wow! Spaß, ab auf die Autobahn. Cringe, sein Urgroßafter ist wieder am Start. Was wir lange nicht mehr gemacht haben, ein Musik laut aufdrehen Video. Das Format muss ich auch irgendwann mal wieder reinscheppern, aber es sind so viele Projekte am Start, dass ich ehrlich gesagt gar keine Zeit dafür habe. Ihr wisst ja gar nicht, was im Hintergrund noch abläuft. Junge, die Ziele und Pläne sind so hoch angesetzt, dass nicht mal Elon Musk sie erreichen könnte. Oh, was mir jetzt noch eingefallen ist, fette Musikanlage hier hinten reinmachen. Bro, machen wir alles. Ich hoffe, wir machen das. Natürlich sind das hier alles Versprechungen. Vielleicht kann ich die nicht einhalten und werde dann von der Community brutal in den Boden reingestampft und es werden hier Hatewellen ausbrechen. Scheiß drauf, Alter. Eine gute, geschmeidige Hatewelle könnte hier diesem Kanal auch nicht schaden. Oh, ist das hier heiß im Auto? Diese Klimaanlage funktioniert einfach nicht. Boah, tief der Blinker hier sitzt. Das war es früher so. Das war Cruiser. Das war ein Cruiser. Cruise-Auto. Man hat so gemacht. Der türkischsprachige Ali, der hier als Gastarbeiter unterwegs war, hatte doch gar keinen Bock nach Feierabend seine Hand hier vom Lenkrad zu nehmen und hier oben irgendwo zu schalten. Junge, der wollte hier ganz gemütlich Junge, sich zurücklegen. Am besten die Lehne so. Bruder, so ist er gefahren. Hat er hier den hier gemacht und Junge, er war der Chief. Junge, er war der Chief und ich fühle mich auch gerade wie ein Chief. Bruder, ey, da vorne ist ein Blitzer. Wenn ich jetzt ein bisschen schneller fahre und so fahre, dann werde ich nicht geblitzt. Direkt linke Spur, gar kein Problem. 130, 140, 150. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob das die kmh-Anzahl sind oder die Grad, Alter, die hier sind. Das ist so fucking heiß. 160, Alter, Brezel. E36 Brezel. What the fuck, 170? Geht, läuft, hart. 180? Alter, okay. Ist man 95 schon so schnell gefahren? Laut Tacho packt er einfach 180. Das heißt, circa 165 in Real Life, kann man so sagen, oder? Machen wir mal das Schiebedach auf. Wow! Wow! Junge, geil! Wow! Wow! Erstmal hier ganz geschmeidig den Octavia überholen. Hier links abbiegen, nochmal links abbiegen und bremsen! Boah, die Bremsen sind echt. Ey, Junge, ihr wisst ja Bescheid, wie oft ich diese Teststrecke fahre und mit wie vielen Autos ich hier gebremst habe. Ich habe wahrscheinlich hier mit mehr Autos gebremst als jeder andere. Und ich sage euch eins: Der hier war bis jetzt der stabilste. Oh, Hubtest. Hubtest haben wir vergessen. Ich mache jetzt den originalen Soundtest. Mache ich, ja.
wir machen jetzt keinen Fake-Soundtest, damit wir später den Vergleich haben zum getunten E36. Solide. Hat sich aber nicht so gut angehört. Ist da ein Loch? Irgendwas war da. Irgendwas war da kaputt oder ist es so? Keine Ahnung. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich bin, glaube ich, der einzige Auto YouTuber, kann man schon fast sagen. Also ich bezeichne mich ja nicht als Auto-YouTuber. Ich bin eher so, was bin ich? Ein Keck einfach nur. Aber ich bin der einzige Typ auf YouTube, der Auto-Content macht und sich überhaupt nicht auskennt. Scheiß drauf. Junge, scheiß drauf. Wieso muss man sich auskennen? Wenn man doch das erste Mal irgendeine Olle bumst, kennt man sich auch nicht aus und macht's einfach. Ja, ja. Ist doch Tatsache, Junge. Ist doch Tatsache. Ich freue mich schon auf den Kreisel. So, wir fahren jetzt hier rein. Bam. Boom. Oh, was ist mit dir los? Juckt ihn nicht. Er will einfach, dass wir beide sterben. Naja, scheiß drauf. Oh, Bro, geil. Hey, stellt euch das mal vor, der ist noch tiefer gelegt. Oh, Junge, wäre das geil. Ja. Selbst so. In dieser ungetunten Fassung ist da krass. Noch einmal. Oh! Und raus geht's hier. Komm, raus. Wir machen jetzt eine 0 auf 100. 0 auf 100 wird, ich glaube, sehr, sehr schäbig. 3, 2, 1. Eigentlich geht's. 90, boah. 100. Ging eigentlich ganz gut, Bro. Diesmal habe ich auch gut geschaltet. Eigentlich ging es ganz gut. Ich muss hier aufmachen. Ja. Alter, Bro. Bro, 60 Liter waren hier vollgetankt. Kurz mal Gas gegeben hier im Kreisel auf der Autobahn. Junge, jetzt sind wir bei 45 Liter. Was verbrauchst du denn? Bro, der verbraucht locker 25 Liter, wenn man richtig Gas gibt. Macht's gut.